Am Anfang war die Dunkelheit. Dann entstand durch den Urknall ein sich immer weiter ausbreitendes Konglomerat aus Zeit, Raum und Materie. Jeden Tag enthüllen neue Entdeckungen die mysteriösen, unglaublichen und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Könnte unsere Sonne einen bösartigen Begleiter haben? Einen noch unentdeckten Todesstern, der sich am äußersten Rande unseres Sonnensystems bewegt? Bringt dieser Stern unserem Sonnensystem in regelmäßigen Abständen Tod und Zerstörung und ist somit für das Aussterben vieler Arten in der Erdgeschichte verantwortlich? Wissenschaftler beobachten ein Gebiet, in dem gigantische Welten und geheimnisvolle Planetoiden ihre Bahnen ziehen. Auf der Suche nach Nemesis, dem bösen Zwilling der Sonne. Unter all den Milliarden Sternen, die am Himmel leuchten, befindet sich einer, der womöglich eine ständige Gefahr für das Leben auf der Erde darstellt. Ein bösartiger Zwilling der Sonne namens Nemesis. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass Nemesis ein dunkler Stern ist, der unsere Sonne umkreist und immer noch nicht entdeckt wurde. Alle 26 Millionen Jahre löst er eine Katastrophe aus. Unser Sonnensystem ist von einer enormen Kometenwolke umhüllt. Durch die Bahnen, die dieser Begleiter der Sonne immer wieder zieht, werden Kometen in das Sonnensystem hineingelenkt. Einige davon treffen auch die Erde. Das Resultat? Tod in unglaublichen Dimensionen. Mittlerweile gilt es als erwiesen, dass ein Fels aus dem All die Ära der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren beendete. Wir sind uns fast sicher, dass das Aussterben vieler Lebewesen vor 65 Millionen Jahren von einem Asteroideneinschlag auf der Erde verursacht wurde. Der Astronom Richard Müller stellte eine revolutionäre Theorie auf, um zu erklären, warum der Asteroid gerade zu dieser Zeit auf die Erde stürzte. Die Nemesis-Theorie besagt, dass es einen Stern gibt, der die Sonne alle 26 Millionen Jahre einmal umkreist. Das ist alles. Mehr muss man eigentlich nicht voraussetzen. Müller geht davon aus, dass Nemesis bei der Annäherung an die Sonne Gravitationsstörungen auslöst, die Kometen auf Kollisionskurs mit der Erde bringen. Deren Einschläge waren der Grund für mehrere Massensterben auf der Erde. Müller erklärt, wie diese Theorie zustande kam. Als zwei Paläontologen Muster des Massensterbens untersuchten, stießen sie auf etwas schier Unglaubliches. Sie behaupteten, dass ähnliche Formen von Ausrottung regelmäßig alle 26 Millionen Jahre stattfinden. Die Entdeckung dieses Zerstörungsturnus von 26 Millionen Jahren konnte nicht durch erdeigene Vorgänge erklärt werden. Genau davon träumt man in der Wissenschaft. Von etwas, das wir nicht verstehen. Eine Entdeckung, die auf uns wartet. Ich versuchte herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Laut Müller ist der einzig logische Grund für diese wiederkehrenden Ausrottungen ein kosmischer Verfolger, der unsere Sonne alle 26 Millionen Jahre einmal umkreist und bei jeder Annäherung die Kometen durcheinander bringt. Ein Todesstern, der unsere Sonne begleitet. Die Entdeckung dieses Sterns vielleicht noch hier. Hätte Müller recht, dann könnte die Menschheit selbst ihre Existenz dem Todesstern Nemesis verdanken. Jedes Massensterben vernichtete viele Arten. Diese Ereignisse machten aber auch den Weg für neue Arten frei, inklusive den Menschen. Wenn wir uns einen kontrollierten Brand auf dem Santa Rosa Plateau in Kalifornien anschauen,
sehen wir, wie Nemesis die Evolution auf der Erde verändert haben könnte. Immer wieder gibt es verheerende Ereignisse, die viele Arten auf der Erde ausradieren. Genauso wie bei den kontrollierten Bränden hier. Das Feuer löscht einige Arten aus, schafft aber auch Platz für Neues. Hinter uns ist ein Feuer. Was passiert da? Warum entfacht ihr diese Brände? Wir legen Feuer, um das Gebiet von Teilen der Vegetation zu säubern. Wir wollen Pflanzen loswerden, die hier nicht heimisch sind, damit die Heimischen wieder wachsen können. Jedes Jahr passiert das in einem anderen Teil des Gebiets, damit man die Auswirkungen auf die Umwelt untersuchen kann. Ein kontrollierter Brand imitiert das Massensterben, das Nemesis verursacht haben könnte. Viele Arten sind dem Untergang geweiht, aber die Zerstörung schafft Raum für die Überlebenden, die sich danach entwickeln können. Genauso wie die Säugetiere, deren Blütezeit nach dem Feuertod der Dinosaurier begann und den Boden für die menschliche Evolution bereitete. Diese kontrollierten Brände werden in Santa Rosa jedes Jahr durchgeführt und imitieren somit einen der Hauptgründe für die Nemesis-Theorie. Die regelmäßige Wiederkehr von Massensterben. Es gibt nur zwei sinnvolle Erklärungen für die Regelmäßigkeit dieser Massensterben. Eine davon ist die Nemesis-Theorie. Die andere wäre, dass sie nur durch puren Zufall alle 26 Millionen Jahre vorkommen. Aber wie genau verursacht Nemesis diese Massensterben mit der Regelmäßigkeit eines kontrollierten Brandes? Die mögliche Antwort darauf liegt in einem Gebiet unseres Sonnensystems namens Ortsche Wolke. In der Ortschen Wolke befinden sich die Kometen, bevor sie auf die Sonne zurasen. Sie sind dort draußen, tiefgefroren, ungefähr auf der Hälfte der Entfernung zwischen uns und den nächsten Sternen. Der Großteil der Kometen in der Ortschen Wolke bewegt sich in der sicheren Entfernung von gut einem Lichtjahr zur Sonne. Außer etwas stört ihre Bahnen. Ab und an zieht ein Stern vorbei und sie werden sozusagen angerempelt. Diese kleine Rempelei kann viel bewirken. Die Kometen können dadurch das Sonnensystem komplett verlassen. Ihre Bahn kann sich ändern oder sie werden auf eine Bahn in Richtung Sonne gebracht. Mit Hilfe der Bewegungen eines Jongleurs verbildlicht Astronom Greg Laughlin, warum die Umlaufbahnen von Kometen so sensibel auf vorbeiziehende Sterne wie Nemesis reagieren. Hallo Greg, das ist Josh Horton. Er wird uns helfen, die Funktionsweise der Ortschen Wolke zu verstehen. Wie viele Bälle kannst du auf einmal jonglieren? Das waren 7. Ich kann das auch mit 8 oder 9, aber mit 7 arbeite ich am häufigsten. Der Bogen, den ein Jongleur mit seinen Bällen beim Hochwerfen beschreibt, gleicht dem Bogen eines Kometen auf seiner Umlaufbahn. Besonders, weil er sich